Es ist hochinteressant, wenn ein Tropfen ins Wasser fällt, ist es völlig unvermeidlich, dass dieser Tropfen Kreise zieht. Es ist nicht möglich, dass ein Tropfen Wasser ins Wasser fällt, ohne dass es Kreise zieht. Das ist ein unglaublicher, wichtiger Vergleich für das, was wir heute in der Atempause bedenken, der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Es geht nämlich um den Glauben, der tätig wird. Lebendig glauben, tatkräftig handeln ist das Thema der heutigen Atempause, in der wir Jakobus 2, die Verse 14 bis 26 miteinander lesen, heute am Freitag, dem 5. Juli 2019, nach dem ökumenischen Bibelleseplan. Es gibt keinen lebendigen Glauben, der sich nicht in irgendeiner Form tatkräftig äußert. Lesen wir mal rein, wie der Apostel Jakobus das formuliert hat und was wir in der Selbstprüfung davon lernen können und was uns dabei ermutigt, wahrzunehmen, was schon für Auswirkungen des Glaubens in unseren Taten zu erkennen sind. Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor, jemand behauptet, an Jesus zu glauben. Was nützt ihm das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt? Kann dann der Glaube ihn retten? Und weiter. Ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider. Ja, er hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen. Einer von euch könnte nun zu ihnen sagen: Friede sei mit euch, ihr sollt es warm haben und satt sein. Was nützt das, wenn er ihnen nicht gleichzeitig gibt, was sie zum Leben brauchen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Es könnte nun jemand einwenden: Der eine hat den Glauben, der andere die Taten. Dem würde ich antworten: Zeige du mir erst einmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich kann dir jedenfalls an meinen Taten zeigen, was Glaube wirklich ist. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du törichter Mensch, willst du es denn nicht einsehen? Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, aufgrund seines Handelns von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte nämlich seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Daran kannst du sehen, sein Glaube und sein Handeln wirken zusammen. Und erst das Handeln bringt den Glauben zum Ziel. Genau das ist gemeint, wenn die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und deshalb nennt die Heilige Schrift ihn Freund Gottes. Ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht nur aufgrund seines Glaubens. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie hatte ja die Kundschafter Israels bei sich aufgenommen und dann half sie ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Ein herausfordernder Text. Das ist kein Text, den man einfach so liest und sagt, ach wie schön, was für ein ermutigendes Wort. Nein, dieses Wort, das beißt, das zwickt, das will uns aufrütteln, aufwecken.
Wir haben in unserer reformatorischen Kultur, also in der evangelischen Welt, in Westeuropa zum Beispiel, eine ganz starke Betonung der Gnade Gottes. Wir werden gerecht, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Das können wir in Römer 3 oder im Galaterbrief in aller Deutlichkeit nachlesen und immer wieder finden. Und das haben wir aufgesaugt und betont. Das kommt daher, dass bis zu den Zeiten Luthers die Werkgerechtigkeit so eine Überhand genommen hat, dass die Menschen, die Mönche, die Nonnen, die Gläubigen, die es wirklich ernst gemeint haben, unter dieser Last schier zusammengebrochen sind, dass sie versucht haben, Gott gnädig zu stimmen, dadurch, dass sie gute Werke getan haben und sind daran letztendlich kläglich gescheitert. Und deshalb ist durch die Reformation und die Wiederentdeckung des Evangeliums die Betonung ganz stark gekommen auf allein aus Glauben, allein aus Gnade. Und das ist auch richtig so, weil der Kern des Evangeliums ist tatsächlich, dass Gott auf unser Vertrauen zu Jesus schaut und nicht mit unseren Taten abrechnet im Sinne von Himmel oder Hölle. Dann hätten wir alle keine Chance, niemand von uns. Und Gott sei Dank gilt das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu am Kreuz für uns. Gott sei Dank gilt der Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben. Gott sei Dank gilt so ein Wort wie fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, Jesaja 43, 1 und 2. Gott sei Dank gilt das. Das ist der Kern des Glaubens. Und dennoch sind die Werke nicht egal. Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Das kann man zweiseitig hören. Man kann es so hören wie, also du musst jetzt Taten vorweisen, sonst ist dein Glaube tot. Man kann darin also einen ganz gewaltigen Anspruch hören und sich unter Druck fühlen. Man kann es aber auch ganz anders lesen und sagen, wirklicher lebendiger Glaube, der wird einfach Ergebnisse zeitigen. Da wird es Folgewirkungen geben, da wird es Handlungen, da wird es Taten, da wird es Ergebnisse geben, weil lebendiger Glaube kann nicht tatenlos bleiben. Das ist völlig unmöglich. Wenn man es so sieht, dann kann man sich aufgrund eines solchen Wortes die Frage stellen, wo erkenne ich Folgewirkungen meines Glaubens in meinem Leben? Und dann werde ich entdecken, da gibt es Folgewirkungen, dass ich Dinge und Umstände anders sehe, dass ich Menschen immer mehr anders beurteile, mit sehr viel mehr Liebe, dass ich immer mehr lerne, nicht nur meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und meine eigenen Willen durchzusetzen, sondern die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und ihre Sehnsüchte, ihren Willen zu erkennen und nach Ausgleich zu suchen oder ihnen zu helfen, dass ihre Grundbedürfnisse Befriedigung erfahren. Glaube, der lebendig von Jesus her glaubt, wird die Augen aufmachen für andere, wird das Wort Gottes als Triebfeder benutzen, mehr und mehr, um Gutes zu tun. Das ist der Zusammenhang, den der Apostel Jakobus hier ganz klar beschreibt. Es gibt keinen tatenlosen, lebendigen Glauben.
wenn keine Taten, wenn keine Folgewirkungen des Glaubens in unserem Leben erkennbar sind, dann glauben wir gar nicht an Jesus Christus. Das ist seine Quintessenz. Dann ist der Glaube tot, dann existiert er gar nicht. Dann leben wir in einer Illusion, dann bilden wir uns Glauben ein. Dann theoretisieren wir herum und sind gar nicht im Herzen berührt, erfasst, motiviert zum Leben mit Jesus für andere Menschen. Der Glaube, der lebendig geschenkt wird, der Glaube, der dem gegenwärtigen Christus vertraut, der Glaube, der mit Jesus rechnet, der mit Gottes Kraft rechnet, der Glaube, der weiß, dass es darum geht, dass Gottes heilsame Herrschaft sich ausbreitet mitten in dieser Welt, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, der Glaube, der lebendig mit Gott rechnet, der wird Taten hervorbringen. Und deshalb möchte ich gerne diesen Weg einschlagen und sagen, gehen wir auf die Suche nach den Zeichen unseres Glaubens in der Wirklichkeit unserer Taten. Wo erkennen wir, dass wir teilen? Wo erkennen wir, dass wir vergeben? Wo erkennen wir, dass wir helfen? Wo erkennen wir, dass wir zuhören? Wo erkennen wir, dass wir vergeben? Wo erkennen wir, dass wir andere lieben? Darauf zu schauen und sich zu fragen, und wie könnte das vermehrt geschehen? Das kann uns sehr positiv motivieren. Wenn wir eine andere Sichtweise einnehmen und sagen, das ist alles gar nichts, was ich da sehe, das ist alles wertlos, wahrscheinlich glaube ich gar nicht richtig, dann bin ich wahrscheinlich ein toter Gläubiger, mein Glaube ist tot. Dann wird uns das nicht motivieren, dann wird uns das herunterziehen, dann wird uns das einen Albdruck auferlegen. Oder wir werden die Flinte ins Korn werfen und sagen, hat sowieso alles keinen Sinn. Ich finde dieses Bild von dem Tropfen Wasser, der ins Wasser fällt, so gut. Dieser Tropfen schlägt kleine Wellen, schlägt Kreise. Es ist unvermeidlich. Und da, wo Gott und seine Liebe ins Herz schenkt, da ist es unvermeidlich, dass sich das auch äußert. Wo Gott uns Hoffnung schenkt in unser Herzen, da ist es unvermeidlich, dass diese Hoffnung irgendwo sichtbar wird, in konkreten Taten, in konkreten Worten. Und wo Gott uns beschenkt mit Vertrauen, da wird das Auswirkungen haben. Und deshalb will uns so ein Wort wie aus Jakobus 2 nicht in Depressionen stürzen oder uns einen Albdruck auferlegen, sondern es will uns ermutigen, wahrzunehmen, wo schon Folgewirkungen des Glaubens in unserem Leben sind. Und es will uns dazu ermutigen, dass die Folgen des Glaubens, die Auswirkungen der Liebe immer mehr werden in unserem Leben. Das darf unsere Sehnsucht sein. Und dafür dürfen wir lebendig glauben und tatkräftig handeln. Herr Jesus Christus, danke für diese ermahnenden Worte, diese Worte, die uns in den Spiegel schauen lassen, damit unser Glaube nicht einschläft, damit unser Glaube nicht bedeutungslos wird. Danke, dass du uns motivierst und ermutigst, dass alles, was von dir in unserem Leben hineingekommen ist, dass das wieder Auswirkungen haben will auf andere, dass wir erkennen können, wie du in uns und durch uns wirksam bist. Deshalb bitte ich dich, dass du mir und uns hilfst, dass wir unsere Taten überprüfen, dass wir einfach mal Bilanz ziehen und sagen,
Wo erkenne ich Folgewirkungen meines Glaubens in meinem Leben? Und dass wir diesen Spuren nachgehen und uns fragen, wie kann das noch viel mehr so werden? Wie können wir noch viel mehr deine Liebe zurückgeben an dich und weitergeben an andere? Ich bitte dich, Herr, hilf mir und hilf uns, dass unser Glaube immer tatkräftiger wird und wir deshalb einen Unterschied machen können in dieser Welt. Erkennbar deine Liebe multiplizieren. Dazu hilf uns, Herr, auch heute. Amen. Das war die Atempause vom Freitag, den 5. Juli 2019. Lebendig glauben, tatkräftig handeln nach Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Dieses Bild von dem Wassertropfen, der ins Wasser fällt und dadurch Kreise zieht, das möchte ich mitnehmen aus Jakobus 2 als Motivation zu fragen, wo gibt es Auswirkungen meines Glaubens, die sich in Taten sichtbar zeigen. Gehen wir mal auf Spurensuche und freuen wir uns an dem, was schon geworden ist und sehnen uns nach dem, was noch werden will. Gott will durch uns wirksam sein mitten in dieser Welt. Was für ein Privileg und was für eine Vision für unser Leben. Viel Segen dazu und bis morgen.